So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, The Order of Dawn. Ja, beim letzten Mal haben wir hier in den nördlichen Windwallbergen aufgehört und haben jetzt die Aufgabe gekriegt, die Armeen des Hauses Halid hier unten zu unterstützen mit ein paar Bogenschützen. Und ja, dazu müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder unser kleines Dörfli aufbauen. Ja, übliche Reihenfolge hier, erstmal wieder Holz und so weiter und nojo, das wollen wir dann auch erstmal machen. Es wurde auch gesagt, dass diese untoten Armeen dann hier auch immer irgendwie Eisenkarren haben, die wir uns dann nehmen können, von wegen, ja, hier so ein bisschen, genau hier, wegen ein bisschen Eisen für uns. Und ja, mal schauen, ob das irgendwie dann fruchtbringend sein wird. Ich hoffe mal. Es dauert natürlich jetzt erstmal alles wieder ein bisschen hier. Scheint aber auch gut Viehzeug zu geben, was man hier dann noch töten könnte für Essen und so weiter, dass man hier relativ zügig vorankommen mit der ganzen Geschichte. Ich werde gleich mal noch ein paar mehr von den Elfenbauern machen, dass das hier alles ein bisschen schneller geht. Braucht dann, ach, hier gibt es auch Fische, ich weiß gar nicht, konnten die auch, ach, hier gibt es auch Bären, ach, hier ist schön. Lenya gibt es auch, Mensch, das ist ja hier paradiesisch. Ich weiß bloß nicht, ob mich hier dann auch irgendwann was angreift. Ich nehme es aber bald mal an. Deswegen werde ich mal schauen, dass ich dann auch meine Armee nicht nur aus Bogenschützen bestehen lassen werde, denke ich mal. So, dann wollen wir hier erstmal gleich eine Holzfällerhütte hinsetzen. Am besten gleich zwei. Obwohl, na, die bauen jetzt eh hier noch Holz ab. Das kann sich jetzt eh nur noch um Stunden handeln. Aber ich nehme mal an, dass ich hier nicht so einfach ungescholten bauen kann. Deswegen müssen wir dann mal schauen, dass wir zeitnah dann auch irgendwie ein paar von den Sachen machen können, die uns beschützen können, like Türme oder ein paar Einheiten. Zumindest, weil ich denke mal, am Anfang wird es noch gehen mit Kumpel Zucanus hier, wenn dann so zwei, drei Leute ankommen. Das ist halt die Sache. Ich weiß halt nicht, wie es hier unten aussieht, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich habe die Karte schon mal gespielt. Ich glaube, hier kamen auch dann noch irgendwann Leute, die mir aufs Maul geben wollten. Aber wie gesagt, das ist alles ziemlich unsicher meinerseits gerade. Bin mir nicht so ganz sicher. Du bleibst mal hier, bitte. Weil die werden jetzt auch gleich erstmal noch ein Forsthaus bauen. Damit ich hier auch meine Bäume gesichert habe. Genauso wie du. Du bleibst auch hier. Und du auch. So, und dann schauen wir mal. Forsthaus. Wo haben wir es? Ne, das ist ein Jagdhaus. Förster. Hier. Ach, da brauche ich erst ein kleines Haupthaus. Yam. Dann, ja, dann bauen wir... Ach, da mache ich erstmal noch eine Holzfällerhütte. Ja, doch, mache ich erstmal so. Baue ich mal gleich noch welche nach hier. 5. Die bauen dann auch gleich erstmal dann noch das Haupthaus, damit wir dann den Förster noch hinsetzen können hier. Besser wären natürlich eigentlich 2 Förster, glaube ich, aber naja, man kann nicht alles haben. So, 130 habe ich schon. Was ist denn das kleine Haupthaus? Nahrungslager, Holzfällerhütte. Ach, Mensch, die Maus, die macht mich fertig. Lenya-Sammler, mittleres Haupthaus, hä? Kleines Haupthaus hier. Hallo? Kleines Haupthaus. Da so hin. Wäre gut. Ihr baut mal mit noch. So. Hallo. Danke. So. Wenn das dann steht, dann können wir dann auch weitermachen. In der Zeit werde ich mal noch 5 machen. So. Weil wir haben ja dann, wenn das kleine Haupthaus steht, auch erstmal wieder noch ein paar mehr von den Bauern übrig, die wir noch verwenden können. Weil die maximale Anzahl der Bauern steigt ja mit den, mit der Dingsbums, Moppet, Gummelskirchen, ihr wisst schon. Ja, mit dem Bau von Haupthäusern. Von daher, ja, erstmal 1, 2, 3, 4, was? 4, 5, genau. Und ihr baut bitte erstmal jetzt einen Förster. Förster. Irgendwo hier so. Ja, das ist gut. Hier ist top. So, dann habe ich noch 5 übrig, die ich dann gleich auch noch nehmen möchte, und zwar für ein Sägewerk, was ich auch noch bauen möchte, irgendwie, Sägewerk, wo war es, ich glaube es war Seite 2, kann das sein, Sägemühle, genau, ja, genau hierhin, damit wir noch schneller an Holz kommen. So,
Ja, dann bauen wir gleich mal noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5. Für Nahrungslager und ein Jagdhaus. Das wir ja dann im Endeffekt auch noch brauchen. Zweiter Förster wäre wahrscheinlich auch nicht dumm. Werden wir dann sehen. Ich werde das jetzt erstmal dabei belassen. 2. Wohl eine Waffenkammer werde ich erstmal noch bauen, damit ich wenigstens irgendwie an Einheiten komme. 1, 2, 3, 4. Nein, achso, einer zu viel. 1, 2, 3, 4. So, genau. Und dir noch damit hin. Nee, das war sogar einer zu viel. Ah, kommst wieder her. Du kommst hierher. Das ist daran so schwer zu verstehen. Aber wieso sind das jetzt nur 3? Hä? Irgendwas haut hier nicht hin. 1, 2, 3, 4. So. Das kommt schon eher hin. Und jetzt wollen wir Nahrungslager. Wo ist es? Nahrungslager. Hier hin. Am besten bauen wir das hier hin. Das Nahrungslager, weil wir dann nämlich direkt daneben die Bären haben. Und das Jagdhaus. Ich überlege, ob es Sinn macht, erst das, die Bären oder erst das Jagdhaus. Bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber. Wenn wir es mal schauen. So, das Waffenkammer-Dings, die steht auch. Bitte. Danke. So, dann bauen wir als nächstes. Was habe ich gesagt? Das Jagdhaus wollten wir bauen. Das stellen wir einfach mal hier hin. Nehmen wir noch einen von denen mit, so. Damit die dann auch hier dann dazu kommen, hier ein bisschen Essen zu sammeln, um dann im Endeffekt die Einheiten noch ein bisschen aufzustocken und so weiter und so fort. Halt, der übliche. So, ihr baut mal noch einen Förster. Das wäre nicht schlecht. Wo war der jetzt schon wieder? Ach, Mann. So. Ja, keine Ahnung, hier so hin oder so. Ja, hier. So ist gut. Förster. So, jetzt habe ich auch schon wieder meine maximale Einheitenzahl erreicht. Das ist natürlich blöd. Hier habe ich jetzt noch 4. Wie viele haben wir jetzt da? 5. Und ich habe jetzt noch 3 Bauern. Okay, dann wollen wir... Was wollte ich denn jetzt noch? Ach ja, ein mittleres Haupthaus werde ich mir gleich mal noch hinsetzen. Um hier schnell voranzukommen. Jetzt ist auch wieder Tag. Das ist schön. Wobei die Elfen ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Nacht auch besser sehen als andere Einheiten. Was macht denn ihr da so? Jetzt geht er auch rein. Das Problem ist, die bleiben immer vor dem Eingang stehen und können dann nicht da als Dings agieren. Als Handwerker, weil die immer vor dem Dings kämpfen. Naja. Was soll's. Aber wie viel brauchen wir? 400. Wir können aber auf jeden Fall dann schon mal ein paar Waldläuferinnen bauen. Just for the sake of having some of them. So, 3 Stück. Immerhin. Damit, wenn wirklich hier was kommen sollte, der kleine Zucker nicht alleine dasteht. Keine Ahnung, inwieweit hier wirklich was passieren sollte. Ich hoffe, es passiert nicht sehr viel. Weil ich bin nämlich auch am Überlegen, wenn ich dann nachher mit meinen Einheiten quasi auf Tour gehe. Nicht, dass ich dann aufs Maul kriege, derbst, wenn ich hier keine Einheiten habe. Aber die werden sich dann schon demnächst irgendwann blicken lassen, wenn hier wirklich was sein sollte. Von daher, ich dann soweit bin mit Gedöns, wird sich das dann schon legen. Ach ja. So, das mittlere Haupthaus bauen die gerade noch. Hier geht auch alles voran. 4 Förster habe ich da drin. Die hier hinten bauen auch schön. Naja, geht schon. Müsste, hoffe ich. Irgendwann reicht das da dann auch mit den Förstern. Die haben dann sind dann irgendwann auf Stand mit ihren Bäumen. Das geht dann. Ist nur am Anfang, da dauert das immer ein bisschen. Wenn sich hier diese Popelbäume setzen, dann kann es passieren, dass man halt zwischendurch mal in einen Missstand kommt sozusagen. Aber ich schaue noch, dass das hier hoffentlich funktioniert. Weil die bauen nämlich jetzt hier schon Holz ab. Das ist irgendwie nicht so ganz cool. So, das ist auch fertig. Wunderbar. Dann wollen wir gleich mal Upgrade machen. Jetzt bitte die Einheiten. Danke. So, was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlt jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein... Die Schützenhalle hätte ich halt dann gerne demnächst. Und ich brauche definitiv Lenya. Das ist wichtig. Wo war das hier hinten? Sind 1, 2, 3, 4, 5. Also eigentlich könnte ich da auch noch mehr Bauern hinsetzen. Achso, ich habe ja jetzt auch mehr.
dann könnte ich auf jeden Fall noch einen da oben in das Forsthaus, dann noch einen da, ne, zwei bei den Lenya-Dingern. So, du gehst noch zu den Förstern. Du gehst noch mit dahinter. Zu dem Haus. Und. Du auch, weil ich glaube, da hinten hatte ich nur drei. Müsste das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. So. Joa, ja, ja. Dann wollen wir auf jeden Fall mal noch ein paar. 4000 habe ich gekriegt von denen. Na gut, im Endeffekt brauche ich das Eisen eh nicht so dringend, wenn. Weil für die komischen Hüterinnen, gepanzerte Nahkämpferin mit Langschwert und einem Schild. Hm, ja, keine Ahnung. Also, ob man das jetzt wirklich braucht, unbedingt. Weiß ich nicht. Aber später dann wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man die dann hat, aber. Vorerst ist es mir eigentlich relativ Wurst. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen Bärensammler bauen. Nämlich genau hier so hin. Damit ich die auch abgedeckt habe. Ich weiß gar nicht, konnten die Elfen Fische fangen? Ich weiß gar nicht, ob die sowas machen. Na gut, die töten ja auch Tiere. Also warum auch nicht eigentlich? Hm. Naja. Gleich mal gucken. Ja, dann hätten wir ja noch mehr Nahrung und könnten noch mehr Zeugs bauen. So, also mehr aufstocken. Schützen, Lenya, Sägemühle, Förster, Bogen, Schützen, Turm, Nahrungslager, Jagdhaus. Ne, sieht nicht so aus, aber Bärensammler werden wir auf jeden Fall dann erstmal hier so hinsetzen, denke ich. Ja, das ist okay. Ja, wir haben schon wieder 400 Nahrung beisammen. Dann können wir hier schon mal wieder ein Upgrade machen. Wie brauche ich dann 300? Ja, haben wir auch schon wieder fast zusammen. Geht zügig voran, eigentlich. So, erstmal noch wieder ein paar Bauern, zwei habe ich noch übrig. Ich will dann auf jeden Fall, dass man den Schützen-Dings bauen, weil, ich bin eigentlich zufriedener mit den, großen... Bald ist es soweit. Die Späher sind zurück. Okay. Ihr Heer sammelt sich. Das ist nicht schön. Ich sehe die schon sterben da unten. Deswegen, ich baue einfach mal noch ein paar. Hier, Waldläuferinnen. Was bleibt mir jetzt anderes übrig? Die werde ich auf jeden Fall schon mal da runter schicken. Dann hier so oben auf die Balle, wollt ihr das so haben oder so? Ne, war das nicht so? Ich hoffe, die sterben jetzt nicht auf dem Weg dorthin. Mal sehen. Gucken, wo die langlaufen. Das wäre natürlich mega uncool. Wenn jetzt hier unten irgendwas wäre. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn die durch das Dings laufen würden. Oh Gott. Das sieht aber noch gut aus. Weiß nicht. Wolf? Schwarzwolf. Mhm. Noch mehr Schwarzwölfe. Hier oben ist noch Lenya. Ja, die laufen jetzt hier lang. Ich muss bloß mal immer auf der Karte gucken, wo die dann im Endeffekt sind. So, die bauen das auf jeden Fall, die Schützenhalle. Na, die werde ich wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Ich werde jetzt einfach erstmal weiterbauen. Für den Fall, dass dann... Die laufen hier Funden lang. Okay, dann kann ich die anderen auch dahin schicken. So. Hier runter, bitte. Danke. Und da so hin. Ich überlege auch, ob ich zu Kanus da gleich hinschicke. Oder ob ich den hier lasse. Ich schicke ihn mal mit hier runter. Für den Fall. Noch sieht es ja ganz gut aus, wo die hier langlaufen. Ich habe echt Schiss, dass die mir irgendwo in ein Lager reinlaufen. Das wäre mega kacke. Und hier drüben weiß ich auch nicht so recht, was hier noch ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass da noch irgendwas ist hier in der Ecke. Das wäre mega kacke. Naja. Dann, ja, die bauen noch. Das kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Ich überlege, ob ich die gleich als Sammelpunkt dorthin setze. So. Doch, hier ist ein Lager. Ein kleines, aber es ist ein Lager. Ja. Das ist natürlich mitteldoof. Weil wenn die irgendwann mal auf die dumme Idee kommen sollten, mich wegzuhauen, oder mich weghauen zu wollen, das wäre natürlich kacke. Deswegen, wenn das Schützendings fertig ist, dann werde ich hier mal noch ein bisschen aktiver werden, verteidigungstechnisch. Ich könnte aber eigentlich auch das Lager da umhauen, aber wenn die jetzt da erstmal hier hinten ihren Angriff starten wollen,
Das ist natürlich blöd. Ach, das hat alles zum Kotzen. Ja, was soll's, nützt jetzt nichts. Muss ich jetzt erstmal mit der Situation klarkommen hier. So. Hier hoch. Genau. Und dann... Mehr Einheiten. Noch mehr Einheiten. Ja, noch mehr erreicht das mal Nahrungsdings nicht. Habt ihr das dann hier so demnächst irgendwie? Hier ist auch noch irgendwelche Einheiten. Ach, das sind komische Käfer, die keinen Menschen interessieren. Okay, was ist hier unten? Das ist auch noch ein roter Punkt. Das ist auch noch irgendeine Spinne. Stufe 4. Naja, egal. Dann. So, hier oben noch auf jeden Fall ein bisschen was hin. Hier so. Zack. Ich will. Sind die nun mal langsam fertig hier? Mein Gott, das kann doch nicht so lange dauern. So, genau. Erstmal das Upgrade, das ist wichtig. Das brauche ich. Für Windschützen reicht's. Ach, ich habe noch keinen Elfenhain. Ach, so eine dumme Kacke. Elfenhain. Den brauchte ich dafür wohl auch. Okay, dann baut den mal noch. Dann muss ich halt doch mehr Bogenschützen, Waldläuferinnen bauen. Nützt jetzt nichts. Zucanus ist auch da. Dann reden wir doch mal mit ihm. Ein Runenkrieger! Von eurer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Der Krieg kehrt zurück. Und mit ihm seine Ausgeburten. Nehmt es mir nicht übel, alter Hass brennt lange. Sprecht mit Lord Ionia in der Stadt. Schätze, er kann eure Hilfe gut gebrauchen. Wir alle können das wohl. Ich mache es mal hier Schluss. Kurz, ich weiß, es ist gerade ein bisschen blöd, aber ich sehe gerade, die Zeit ist eigentlich schon wieder um. Deswegen, sage ich erstmal, der Part ist beendet an der Stelle. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder mir konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Zucanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.